willkommen in Hartmanns. Und in Düring. Also heute gibt's mal, was für ein Video, Lea? Ein ganz kurzes. Genau. Also das hier. Das ist doch nicht kurz. Also wir werden jetzt gleich hier das Video zeigen, was Lea eigentlich auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen wollte. Und zwar, Lea, wie heißt das Video? 7 Tipps für die perfekte Geburtstagsparty. Richtig. Und da ich wollte, dass meine Eltern auch mal in dem Video mit drin sind, damit wir auch mal ein bisschen Fame hier bekommen, dürfen wir jetzt den Anfang machen. Also Leute, Lea konnte das Video auf ihrem Kanal nicht hochladen. Warum, weshalb, könnt ihr in dem vorherigen Video sehen. Und IGTV hat auch nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Jetzt hoffen wir, dass hier funktioniert und wünschen euch viel Spaß mit Leas Video. Genau, wünsche ich auch. Viel Spaß. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video. Ich bin's, eure Lea. Heute in diesem Video geht es um das Thema Geburtstag. Ich habe jetzt bald Geburtstag, also am 17. März ist mein Geburtstag und ich werde endlich 15. Und ja, ich habe mir gedacht, ich gebe euch heute einfach mal 7 Tipps, wie ihr eure Geburtstagsparty, also falls ihr eine Party macht, richtig plant. Und ich habe halt dieses Jahr vor, eine Party zu machen. Ich habe die letzten Jahre halt immer so mit der Familie so Kaffee und Kuchen und so, und dann bin ich halt ins Kino oder so gegangen mit 2 Freunden oder so. Sagt die ganze Zeit über oder so. Auf jeden Fall habe ich dieses Jahr vor, eine Party zu machen. Natürlich jetzt auch keine Party mit hunderten von Leuten oder irgendwie 50 Leuten, sondern halt einfach mit ein paar Freunden, ein bisschen feiern zu Hause und so. Und ja, ich habe mir ein paar Notizen hier gemacht, damit ich auch nicht... schönes Bild, ne? ich erkläre es am besten gar nicht so. Also ich würde sagen, wir legen los. Erste Tipp, sagt man das so? Okay, der erste Tipp ist wann, wo und wer. Also wenn ihr eine Party macht, müsst ihr natürlich wissen, wann ihr die Party macht, wo ihr die Party macht und mit wem ihr die Party macht. Also ich an eurer Stelle wollte halt einfach einen Zettel nehmen und da mal alles aufschreiben. Also wann die Party sein soll, wo die sein soll und die ganzen Leute, die halt kommen werden. Und dann kann man halt, wenn die Eltern natürlich, also wenn man so unter 18 ist oder jetzt 15 wird wie ich, dann muss man das natürlich mit den Eltern abklären, wie viele Leute jetzt zur Party kommen und so. Und wenn ihr das dann mit euren Eltern abgeklärt habt und die Eltern sagen dann, keine Ahnung, es dürfen 15 Leute kommen oder so, dass ihr dann halt einfach alle, die kommen sollen, aufschreibt und dann halt, wenn es halt über 15 sind, halt die wegstreicht, die jetzt nicht so wichtig sind und dann halt einfach euch einen besseren Blick darüber machen könnt. Also wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Und ja, ich zum Beispiel, ich habe jetzt eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit all den Leuten, die kommen, habe halt einfach in die WhatsApp-Gruppe dann geschrieben. All die Leute, die halt nicht können oder so, sollen die WhatsApp-Gruppe halt einfach verlassen, damit ich halt einen besseren Überblick darüber habe. Und das hilft mir auch wirklich sehr gut. Und ja, genau, die zweite. Also ihr müsst euch halt entscheiden, ob ihr eine Motto-Party machen wollt oder halt nicht. Also Motto-Party ist, falls ihr das nicht wisst, sind halt so Partys, wo, keine Ahnung, wo es halt ein Motto gibt, wo halt man sich, keine Ahnung, jetzt alle müssen als Einhorn kommen oder so, keine Ahnung. Und ja, also ich habe nicht vor, eine Motto-Party zu machen, also meine Party soll halt ganz normal werden, so. Weil, keine Ahnung, ich wüsste halt jetzt nicht, was ich für ein Motto nehmen sollte. Und deswegen mache ich keine Motto-Party. So, der dritte Part ist Essen und Getränke. Also wir wollen natürlich jetzt nicht, dass die Gäste da sitzen und hungern müssen oder nichts zu trinken da ist oder so, oder dass halt ihr irgendwie was zu trinken nimmt und dann nach einer Stunde ist das ganze Buffet und die Getränke leer. Das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen sollte man halt immer genug Getränke und genug Essen da haben, dass die Gäste auch nicht hungrig nach Hause gehen. Also, oder lustig, wisst ihr? Okay, so. Dann die vierte, der vierte Tipp ist die Deko. Also Deko darf natürlich nie fehlen. Oh Gott. Deko darf natürlich nie fehlen. Ihr solltet es natürlich auch, also kommt drauf an, wenn ihr einen Mädelsabend macht oder so, dann könnt ihr natürlich so das ganze Zimmer rosa schmücken oder so. Oder wenn ihr halt mit den Boys irgendwie feiert, keine Ahnung, obwohl ich glaube nicht so. Sag mal, schreibt mir mal, ob die Jungs halt so auch zu ihrem Geburtstag so dekorieren. Ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Naja, auf jeden Fall habe ich kann euch das auch mal zeigen, mega viel Deko gekauft. Und zwar habe ich hier einmal, das hat meine Mutter, also eigentlich hat meine Mutter da alles gekauft. Und ja, das hier ist halt so Luftballons und so, die man halt dann so einen Stiel dran macht. Die sind mega cool. Ich habe das halt alles so in Gold. Ich wollte eigentlich Rose Gold nehmen, aber dann habe ich mir halt gedacht, da sollen ja auch ein paar Jungs kommen. Ja, da sollen ein paar Jungs kommen. Ja, also da sollen natürlich ein paar Jungs kommen. Und wenn dann alles so in Rose Gold ist, dann, ich denke mal, dann fühlen die sich so ein bisschen unwohl. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das jetzt alles so ein bisschen gold, schwarz und so gemacht. Und ja, dann habe ich hier das ist halt, ich mache halt so eine Fotowand, wo wir dann ganz viele Fotos machen können. Die könnt ihr ja auch auf Instagram sehen, also ich hoffe mal, dass ich Fotos mache. Und dafür habe ich halt diese Teile genommen, die sind halt auch in Gold-Schwarz. Und dass man halt irgendwas halten kann, was cool ist, halt für die Fotowand.
Dann habe ich natürlich die Fotowand. Also das ist halt so ein Set. Da steht Feliz Cumpleaños, das ist halt Happy Birthday sozusagen. Halt auf Spanisch, weil eigentlich meine ganzen Freunde ja Spanier sind. Und so sieht das aus. Und steht auch noch ein Preis dran, also 5,75 €. Und da ist halt, da sind, wie viele Teile? Da sind 71 Teile drin. Und da ist halt so eine Girlande, so mit Lametta und so. Und das ist halt quasi dann die Fotowand. Dann steht da halt Happy Birthday, also in Spanisch. Und dann halt so mega viele Luftballons. Übrigens, Leute, wenn ihr euch Luftballons holt, solltet ihr immer denken, irgendwie so eine Pumpe oder so zu kaufen. Weil sonst sitzt ihr nämlich da am Ende des Abends mit so Backen und der ganze Mund tut weh. Weil das ist halt so, das ist ja praktisch. Deswegen haben wir auch noch so eine Pumpe gekauft. Und ja, ich kann ja gerne mal dann auf Instagram ein paar Bilder davon posten. Ich mache auch natürlich ganz viele Stories, also folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr das Ganze miterleben wollt. Und ja, dann habe ich noch hier so, wie nennt man das, so eine Schürfe? Ich weiß nicht, wie man das nennt, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht da halt Feliz Cumpleaños, das ist halt alles auf Spanisch. Da steht halt auch so herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, also Happy Birthday, und das kriege ich natürlich dann um. Und das auch in Gold, also ich habe das alles gut farblich abgestimmt. Und dann habe ich noch eine 15, das ist jetzt hier Rose Gold, also das ist aber halt Gold, also keine Ahnung, wie so die Farbe ist. Oh, ich hatte das falsch rum. Eine 15 und das ist halt dann so die 1, also die 5 natürlich. Und unten sind dann so Luftballons, das kann man halt dann so in den Raum stellen, damit auch alle wissen, dass ich 15 bin. Und ja, genau, das ist jetzt bis jetzt meine Deko. Ich werde wahrscheinlich noch ganz viel mehr da jetzt so machen. Also halt ganz viel Deko halt mit dem Essen. Also um das Essen kümmert sich halt meine Mom natürlich. Und das wird auch noch alles schön dekoriert und so. Und ja, genau. Der fünfte Tipp ist Musik und Stimmung. Wir wollen natürlich auf der Party jetzt nicht da alle rumsitzen und nicht wissen, was man machen soll, dass die dann alle rumsitzen und einer redet mit dem anderen und das halt eine langweilige Party wird. Und deswegen sollte man sich halt vorher, wenn man halt Musik auf der Party haben möchte, sollte man halt einfach in der Gruppe sich halt so, keine Ahnung, einfach mal fragen, auf was für Musik die Leute stehen, weil ganz viele stehen ja auf irgendwie klassische Musik, ganz viel auf Rap, ganz viel auf Trap, ganz viele so, keine Ahnung. Und deswegen sollte man halt, also bei uns in der Schule ist das so meistens so, eigentlich stehen momentan alle auf Trap, das ist halt so in Spanien halt mega so. Und deswegen sollte man sich halt schon vorher eine Playlist anfertigen mit Musik, die halt wirklich alle mögen, wo halt alle mittanzen, mitsingen, dass das auch ein bisschen Stimmung gibt auf der Party. Ich hoffe natürlich, dass meine Party jetzt nicht langweilig wird. Wirklich, Leute, bei mir ist so die größte Sorge, dass ich dann da sitze und alle irgendwie gelangweilt sind auf der Party. Aber gut, wollen wir mal hoffen, dass das nicht schief geht. So, die sechste, der sechste Tipp ist dein Outfit. Also man möchte natürlich auf seinen eigenen Geburtstag auch sehr gut aussehen. Und deswegen sollte man sich halt das Outfit einen Tag vorher oder so rauslegen. Weil es ist halt sehr doof, wenn man das auf den letzten Drücker dann macht, wenn man dann alles dekoriert und so. Und danach geht man hin, die Gäste kommen in einer Stunde oder so und man weiß halt nicht, was man anziehen soll. Vor allem bei uns Mädchen ist das dann so, wir stehen dann vorm Kleiderschrank und schmeißen Klamotten hin und her und wissen nicht, was wir anziehen sollen. Deswegen würde ich halt machen, dass man halt einen Tag vorher die Klamotten einfach rauslegt, sich anprobiert, da kann man dann auch mal 3 Stunden, wie wir Mädchen immer vor dem Spiegel stehen und gucken, was am besten aussieht. So würde ich das wahrscheinlich machen. Und ja, das siebte und letzte ist, wenn das mit der Musik jetzt nicht so gut ist oder so, oder es irgendwie langweilig wird, dass man halt immer noch einen Plan B hat. Man sollte halt ein paar Spiele oder so raussuchen. Das ist halt ein paar Gemeinschaftsspiele. Also wenn ihr jetzt schon über 18 seid und so einen Alkohol trinken dürft oder so, dann könnt ihr natürlich auch so, keine Ahnung, Trinkspiele und so machen. Aber ich bin ja erst, also ich werde jetzt erst 15 und deswegen mache ich natürlich so etwas nicht. Wir machen halt Flaschen drehen, das ist halt immer so, das machen wir immer auf den Geburtstagen und so. Und deswegen machen wir halt Flaschen drehen und sowas. Man soll natürlich jetzt nicht sagen, hier 19 Uhr, alle kommen jetzt hier zum Flaschen drehen. Man muss halt natürlich die Leute fragen, wenn sie Bock haben, können sie mitmachen, wenn nicht, dann halt nicht. Also man soll die natürlich nicht dazu zwingen. Die Leute sollen sich auch auf der Party wohlfühlen und Spaß haben. Und genau, das ist auch schon alles. Ich hoffe natürlich, dass ich euch ein bisschen geholfen habe. Falls ihr jetzt demnächst Geburtstag habt, könnt ihr natürlich die ganzen Tipps anwenden. Ihr könnt das Video auch speichern oder so oder keine Ahnung und dann halt an euren Geburtstag anwenden. Und ja, also ich freue mich schon mega auf meinen Geburtstag und ich bin auch jetzt schon ganz viel am Plan. Ich habe eben schon ganz lange mit meiner Freundin telefoniert, was ich halt alles für meinen Geburtstag machen soll. Und ja, schreibt mir doch mal gerne unter meinen letzten Instagram-Post da die Kommentarfunktion, da er immer noch deaktiviert ist, wann euer Geburtstag ist und wie euch dieses Video gefallen hat. Gebt diesem Video auch gerne einen dicken Daumen nach oben. Genau. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, gerne auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und folgt mir doch gerne auf Instagram. Tschüss!